Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Kleine Anmerkung, bevor wir jetzt zu Cullen reinstürmen. Es könnte sein, dass ihr heute den Controller hören könntet. Also lasst euch davon nicht irritieren. Das ist jetzt, glaube ich, nur die nächsten beiden Folgen so. Ich weiß nicht, wie viel ich aufnehme, aber geplant sind erstmal nur zwei Folgen Aufnahme. Also wundert euch nicht, falls ihr ab und zu da mal was hört. So, Cullen. Wir wollen vielleicht Templer werden, vielleicht aber auch nicht. Ich hoffe, es kommt nicht schon wieder eine Cutscene, wenn ich ihn anquatsche. Was kann ich Oh, für Gott euch sei tun? Dank nicht. Uiuiui. Okay, wir haben hier doch relativ viel. Oh, können wir schon eine Liebesbeziehung beginnen? Das ist aber früh. Okay. Erstmal wollen wir was über Samson wissen. Samson, so rum. Ihr und der Anführer der Roten Templer scheint eine gemeinsame Vergangenheit zu haben. Als ich nach Kirkwall kam, habe ich mir mit Samson ein Quartier geteilt. Er schien mir ein ehrbarer Mann zu sein. Kommandantin Meredith hat ihn später wegen Disziplinlosigkeit aus dem Orden ausgeschlossen. Er endete als Bettler auf den Straßen von Kirkwall. Er beging noch weitere Verbrechen, konnte sich aber einer Verurteilung durch den Orden entziehen. Und jetzt ist Samson Corypheus treuer General. Ja, falls ihr euch daran erinnert, im zweiten Teil sind wir Samson tatsächlich begegnet. Ich muss immer so schmunzeln bei Samson, wenn man das nämlich deutsch ausspricht, Samson, muss ich immer an die Sesamstraße denken, an den großen Bären. Falls ihr die Sesamstraße als Kind verfolgt habt. Was denkt ihr? Warum hat sich Samson Corypheus angeschlossen? Er war schon damals süchtig nach Lyrium. Jede Münze, die er besaß, wanderte direkt in die Taschen der örtlichen Lyrium-Schmuggler. Corypheus hat vielleicht seiner Eitelkeit geschmeichelt und ihm nicht nur Lyrium, sondern auch ein Ziel gegeben. Mehr war vielleicht nicht nötig. Das klingt, als wäre Samsons Leben nicht gerade leicht gewesen. Er wurde aus dem Orden ausgeschlossen. Aber er hatte dennoch die Wahl. Er hätte sich für einen anderen Weg entscheiden können. Ich begreife einfach nicht, wie er so mächtig werden konnte. Selbst mit dem roten Lyrium. Samson hat seine besten Tage lange hinter sich. Inquisitor? So, wir sagen erstmal das. Also, dass wir eine Templerin werden wollen. Ich bin gerade total irritiert, dass wir schon vielleicht eine Liebesbeziehung eingehen können. Wenn ja, dann machen wir das natürlich auch. Cullen steht ja auf jeden Fall fest. Ich bin auch der Meinung, man, also wenn man jetzt nicht nur mit einem Begleiter eine Beziehung eingehen möchte, man schafft es, glaube ich, hier in diesem Spiel auch mit mehreren. Ich weiß aber nicht mit wie vielen. Ich glaube zwei oder drei. Ja. Ich glaube, das geht. Ich habe mich immer nur für einen entschieden. Aber ich glaube, man kann. Das ist ja wie in den vorherigen Teilen, je nach Hauptquest-Fortschritt gehen die Beziehungen ja meist ein Stückchen tiefer. Und je nachdem kann man, glaube ich, eine Beziehung dann beenden und wieder eine neue anfangen. Also man hat die Chance. Okay, jetzt aber erstmal zurück dahin. Soweit ich weiß, gibt es eine Möglichkeit, wie ich eine Templerin werden kann. Oder zumindest ihre Macht erhalte. Warum solltet ihr das wollen? Die Templer bringen Opfer, um andere beschützen zu können. Ich bin bereit, dasselbe zu tun. Das kann ich euch wohl kaum vorwerfen. Schließlich habe ich einst genauso gedacht. Aber das ist keine Entscheidung, die man leichtfertig treffen sollte. Wie ist es, Lyrium zu nehmen und diese Kräfte zu besitzen? Seltsam. Doch nach einer Weile benutzt man seine Fähigkeiten instinktiv. Man setzt sie ein, wie man ein Schwert schwingt, ohne darüber nachzudenken. Denkt ihr, so ist es auch, wenn man ein Magier ist? Nein. Die Fähigkeiten der Templer sind keine Magie. Man nutzt das Lyrium in seinem Blut und seine Ausbildung. Es ist keine angeborene Gabe. Seid ihr euch sicher, dass es sich anders anfühlt? Woher wollt ihr das wissen? Ich weiß es einfach. Das ist aber keine gute Antwort. Die Frage war eigentlich recht gut, aber gut. Also unsere Frage. Warum? Man kann ja schlecht was vergleichen, was man selbst noch nicht erlebt hat.
sollte man vielleicht sich selbst auch immer so ein bisschen vorhalten, beziehungsweise drüber nachdenken, bevor man so sagt, ich weiß es einfach. Ne? Nee, also ich finde es super schwer, über Sachen zu urteilen, mit denen ich mich nicht befasst habe, beziehungsweise die ich nie erlebt habe. Geht sofort weiter. So. Ihr habt das alles bereits durchgemacht. Ich könnte euren Rat brauchen. Die körperlichen Voraussetzungen erfüllt ihr bereits. Aber ihr müsst euch auch geistig vorbereiten. Im Orden würdet ihr dafür die Wacht absolvieren. Ihr seid nicht an seine Regeln gebunden. Aber wenn ihr es wirklich tun wollt, könnte sie euch helfen. Noch ist nichts entschieden. Ich werde schon nicht blindlings in mein Verderben laufen. Ich bete, dass dem so ist. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Ich bin froh, dass die Sturmbullen auf unserer Seite stehen. Sie wissen, was sie tun. Auch wenn es nicht immer den Anschein hat. Okay, da sind immer nur kleine Fetzen zu unseren Sachen, wie sie unsere Mitstreiter sieht. Das finde ich halt nicht so Was interessant. haltet ihr von den Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wen genau meint ihr? Da kann man halt so, ne, komplett nachfragen. Ich sollte euch wieder euren Aufgaben überlassen. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie ein bisschen, also klar, Meinung über andere mal einzuholen, die man vielleicht interessant findet, ja. Aber wenn man das dauernd macht, ist es halt ein bisschen langweilig. So, Cullen. Inquisitor. Wir müssen ihn jetzt erstmal fragen, ob er mit irgendwem zusammen ist, bevor wir ihn da voll anbaggern. Gibt es jemanden, der in Kirkwall auf euch wartet? Nein. Ich fürchte, ich habe mir dort nur wenige Freunde gemacht und meine Familie lebt in Ferelden. Es gibt niemanden, für den ihr besondere Gefühle hegt? Nicht in Kirkwall. Na gut, ne? Dann starten wir doch mal ganz romantisch. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht unterhalten. Allein. Ich irre mich vielleicht, aber soweit ich weiß, seid ihr mit jemandem zusammen. Gerüchte verbreiten sich hier schnell. Ich möchte nicht, dass irgendjemand einen falschen Eindruck bekommt. Mit wem sind wir denn zusammen? Das wäre vorerst alles. Ich bin hier, falls ihr etwas brauchen solltet. Ich glaube nicht, dass wir zusammen sind mit irgendwem. Zumindest weiß ich das nicht. Haben wir zu viel mit Blackmore gequatscht? Ich glaube nicht. Vielleicht ist einfach der Punkt auch noch nicht da. Ich würde das jetzt einmal ganz kurz mit Blackmore überprüfen wollen, weil ich bin gerade super irritiert. Bewusst habe ich da niemanden angebaggert. Man sieht ja auch, also man hat ja ne, dann ja auch wirklich die Option, eine Beziehung eingehen oder nicht. Und das haben wir ja nicht angeklickt. Aber vielleicht sind wir auch einfach noch zu weit, also zu früh Niemand in weiß, diesem wer er Spiel. wirklich ist. Das Ich, weiß man nie. nur ganz kurz eine Überprüfung. Ihr wünscht, Herrin? Ich muss das mal ganz kurz anklicken. Wir müssen nur über unsere Beziehung sprechen. Aber natürlich. Wir waren mit Blackwall zusammen? Das habe ich gar nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob es eine so gute Idee ist, dass wir beide zusammen sind. Nun vermutlich nicht. Letztendlich würde es wohl einfach zu kompliziert werden. Reden wir nicht mehr darüber. Okay, das wusste ich gar nicht. Wann haben wir das denn gehabt? Also, wisst ihr das? Mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir angeblich mit Blackwall zusammen sind. Weg des Champions. Eins der Bücher, was wir brauchen. Dann könnt ihr euch denken, auch wo die anderen sind. Also Blackwall ist ein Champion. Dann laufen wir mal hoch zu Cassandra und dann quatschen wir gleich nochmal mit Cullen. Ich wusste gar nicht, dass wir mit Black. Das schockt mich gerade total. Weil ich bin noch gar nicht bewusst in eine Beziehung eingegangen. Inquisitor. Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen maulig. Ich war mit irgendwem zusammen und wusste das nicht. Das ist gruselig. So. Unser guter Bulle ist ein Plünderer. Wer hätte es gedacht?
Und dann haben wir ja noch Cassandra. Oh, wo lag hier denn das Buch? Ich glaube, das lag hier irgendwo drin. Die ist dann natürlich das Letzte. Also, das Letzte, was die übrig ist. Sie ist eine Templerin von der Spezialisierung. Aber wo liegt denn nochmal das komische Buch? Liegt das hier oben irgendwo? Genau, hier oben. Okay, dann haben wir die schon mal eingesammelt. Und jetzt müssen wir ja das nochmal kurz mit Cullen klären. Also Blackwall ist auch cool. Ich mag die Romanze mit Blackwall auch sehr gerne. Aber wir haben uns ja für Cullen entschieden und das ziehen wir natürlich auch durch. Ich habe alles geklärt. Wir können jetzt nochmal reden. Zu euren Diensten. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht unterhalten. Allein. Allein? Ich meine, natürlich. Was für ein schöner Tag. Wie bitte? Was für... Ihr wolltet doch über irgendetwas mit mir sprechen. Ich ertappe mich dabei, wie ich an euch denke. Mehr als... Nun, eigentlich ständig, um ehrlich zu sein. Ich kann nicht behaupten, dass ich mich nicht schon gefragt hätte, wie es wohl wäre. Und was hält euch zurück? Ihr seid der Inquisitor. Wir befinden uns im Krieg und ihr... Ich dachte nicht, dass es möglich wäre. So, hier ist jetzt dieser Entscheidungsweg, den ich meine. Das ist keine Beziehung, aber wir wollen ja eine Beziehung mit ihm. Das hatten wir bei Blackwall doch nicht. Ohne Quatsch jetzt. Bin ich da eine Beziehung eingegangen, ohne das zu merken? Denn ja, ist das gruselig. Und trotzdem bin ich noch hier. Das seid ihr. So unglaublich es auch ist. Aber ich will... Kommandant! Ihr wolltet eine Abschrift von Lilianas Bericht. Was? Schwester Lilianas Bericht. Er sollte euch unverzüglich gebracht werden. Oder in euer Büro. Natürlich. Falls ihr euch... Entschuldigt. Das war... wirklich nett. Sorry. Ja, ich sag das auch immer nach dem Knutschen. Das war wirklich nett. Nee, schön. Also, Cullen ist tatsächlich sehr unbeholfen, was Beziehungen angeht. Kann charmant sein. Ich finde es noch charmant. Kann aber auch sehr schnell ins Negative abdriften. Noch ist es alles in Ordnung. Und für einen Kuss muss man sich auch nicht... Also, nicht in so einer Situation entschuldigen. Ihr bereut es doch nicht, oder? Nein. Nein. Ganz und gar nicht. Okay. Romanze ist gestartet. Cullen ist unser Mann. Und jetzt können wir uns anderen Dingen zuwenden. Haben wir jetzt hier noch irgendwas offen? Glaube nicht. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Kartentisch. Da müssten die Aufträge wieder fertig sein. Diese Woche ist bei mir, was Aufnehmen angeht, super chaotisch. Ich nehme gefühlt immer nur, also nicht gefühlt, ich nehme tatsächlich immer nur für den jeweiligen Tag auf. Einen Tag vorher, also normalerweise bereite ich das ja mal wochenweise vor. Aber momentan klappt das gerade nicht so. Also wenn ihr das heute seht, habe ich es gerade frisch gestern erst aufgenommen.
Und ich nehme immer nur so ein bis zwei Folgen am Tag auf. Daher sind die ganzen Einsätze immer schnell fertig. Okay, Fortsetzung der Arbeit Ihrer Vorgängerin. Ein formell eingereichter Bericht. Aktuelle Fortschritte und Ergebnisse. Bestimmte Pflanzenfresser scheinen besonders empfindlich auf Störungen zu reagieren, die durch die Risse verursacht werden. Betroffen ist vor allem das Migrations- und Paarungsverhalten. Auswirkungen auf das Weiden von Räubern offensichtlich erfordert. Auswirkungen auf das Weiden von Räubern offensichtlich, erfordern jedoch weitere Studien. Zusätzliche Hinweise. Durch das Studium von Veränderungen im tierischen Verhalten habe ich etwas entdeckt, das für die Soldaten der Inquisition nützlich sein könnte. Das menschliche Verhalten ist auf ähnliche Weise unvorhersehbar. Ich werde diese Erkenntnis weiter erforschen, sofern mir nichts Gegenteiliges mitgeteilt wird. Gezeichnet Hillisma Darrington. Eine Rune des Verderbens haben wir bekommen. Ein Weg durch das Frostgebirge sichern. Inquisitor, die ferelischen Händler feilschen beinahe ebenso hart wie die Händlerprinzen in Nantiva. Dennoch ist es mir gelungen, einen guten Preis für die P Position der Straße aus dem Fallbruch auszuhandeln. Botschafterin Montigny. Und wir haben einen verbesserten Gürtel des Winterpaktes bekommen. Den kriegt Solas. Die Ruinen von Helven auskundschaften. Inquisitor, obwohl der Großteil von Helven zerstört ist, konnten die Sturmbohlen intakte Ausrüstung sicherstellen, die während des Angriffs verloren gegangen war. Sie haben außerdem die Leichname einiger Gegner geborgen. Vielleicht helfen sie ja euren Experten, unseren Feind besser zu verstehen. Leutnant Cremisius Eclessi. Okay, dann haben wir. Das sind nur Ressourcen, ne? Ein hoffnungsvoller Neuzugang. Eine Nachricht verfasst in sorgfältiger Handschrift des Jungen, der vor kurzem eingetroffen ist. An die Inquisition. Ich habe einige Banditen entdeckt, die euren Patrouillen auflauern. Sie sind nur gewöhnliche Wegelagerer und ich kann euren Leuten zeigen, wo sie sind. Ich hätte ja selbst versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben Schwerter und ich nicht. Wenn ihr eines für mich übrig hättet, we werde ich euch helfen. Ich würde wirklich gerne einen Beitrag leisten. Sutherland, das ist der junge Herr in der Taverne, der uns angesprochen hat. So, Liliana sagt, schaltet die Banditen einfach aus, sobald wir ihren Aufenthaltsort kennen. Setzt den Jungen irgendwo anders ein. Wenn der Junge weiß, wo sie sind, sollten wir ihn ausrüsten. Die Gefahr ist nicht sonderlich groß. Und das wird auch der Cullen machen, beziehungsweise wir schicken Sutherland selbst hin, denn er möchte es ja so gerne. Nun denn. Orsamas Freundschaft erringen. Wir haben eine Nachricht aus Orsama erhalten. Im Wissen, dass uralte dunkle Brut Thedas bedroht, erklärt Gö König Belen offiziell seine Unterstützung der Inquisition. Josephine. Ja, das muss natürlich dann Josie machen. Belen haben wir selbst auf den Thron gesetzt. Ich finde es halt total, schon häufig gesagt, total cool, wenn man halt seine Auswirkungen oder die Entscheidung dann halt wirklich in den Nachfolgern sieht. Und das finde ich bei Mass Effect gut, das finde ich bei Dragon Age gut. Da hat BioWare ein sehr gutes System entwickelt. Ich rate dazu, umgehend eine Delegation nach Osama zu schicken, um dieses Bündnis zu besiegeln. Fangen wir an. Reis der Macht, Dorians, bitte. Gucken wir mal. Ein in makelloser Schrift verfasstes offizielles Dokument. Es wird Zeit. Der Inquisitor herrscht über ein kleines Königreich. Es wird Zeit, ihrem Einfluss Geltung zu verschaffen. Es gibt noch immer unabhängige Lords und Ladies, Bans und Earls. Wenn wir sie durch Arbeit und Leidenschaft nicht überzeugen können, dann vielleicht mit Hilfe von Söldnern. Wir müssen die Macht der Inquisition demonstrieren. Erst wenn die Mächtigen den Einfluss der Inquisition erkennen, werden auch ihre Mittel zur Verfügung stehen. Danach muss sie nicht mehr um Unterstützung werben, sondern kann sie ganz einfach kaufen. Der ehrenwerte Gesandte Ferris. Wir werden eure Macht demonstrieren, indem wir uns dort aufhalten, wo wir am nötigsten gebraucht werden. Ja, dann machen wir das doch mal. Dann wollen wir doch mal sehen. Okay, dann haben wir hier schon einen guten Teil abgearbeitet.
Suche nach dem Schreiberling haben wir noch. Schatten über Denerim. Dorians Bitte. Ja, Geld sammeln brauchen wir nicht unbedingt. Und danach ist dann mal die Seite von Orlé dran. Okay. Dann haben wir es für diese Folge erstmal geschafft. Das Romanzendebakel ist beseitigt. Ich weiß immer noch nicht, warum wir da eine Beziehung mit Blackwall hatten. Und in der nächsten Folge, ich glaube, unser Inventar war voll, ne? Das gehe ich offscreen einmal durch. In der nächsten Folge geht's dann nach Kammwald. Dort folgen wir dem einen Hauptquest-Strang rund um die Wächter. Wir haben jetzt hier genug Zeit auf der Himmelsfeste verbracht. Und können dann mal weiter fortschreiten, was Story angeht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.